So, hier bin ich bei meinem Lieblingskühlerbauer. Der kriegt all die alten Oldtimer-Kühler und macht wie immer superklasse fertig. Sozusagen der Mann des Vertrauens. Da gehen wir jetzt mal rein. Moin. Mahlzeit. Ja, magst du mal gucken? Was hast du denn da? Ein Lotus-Kühler, ein Lotus aus den 70ern. Jo. Und der lag 8 Jahre, 7 Jahre, keine Ahnung, weiß keiner so genau, irgendwo in der Scheune rum. Und bevor ich den jetzt einbaue, weil das Auto ist ungefähr so groß, und ich den da rein zwitsche und dann funktioniert nichts. Jo. Erstmal abdrücken, prüfen und dann mal gucken, was davon überbleibt. Wir haben keine Zeit, das muss ganz schnell fertig. Ja, mal gucken. Der ist ja schon ein paar Tage alt, ne? Ja. Das heißt aber ja nicht, dass man dann auch immer scheiße ist, oder? Jo. Wir sind ja auch schon ein paar Tage alt. No. Ja, das ist Prüfbecken. Das ist eigentlich nur Wasser. Kann man so ein Fahrradschlauch drin prüfen, wenn man das möchte. Wenn man Fahrrad fahren würde. Wenn man Fahrrad fahren kann. Ja, also ich lasse den jetzt ins Wasser ab. Ja, dann wird Luft aufgedreht. Also normaler Prüfdruck ist 1,5 bar. Und mal gucken. Wenn er das aushält, ist gut. Und wenn nicht, schmeißen wir ihn weg. Hey du! Das ist der Schlauch, der da liegt. Und da ist die Schalterbuchse. Da müssen wir mal noch einen Dichtring runter machen. Ja. Aber ja. Ja, das ist ein Thermoschalter. Der ist für den Elektrolüfter gedacht, der da wahrscheinlich vor oder hinter sitzt. Und der ist mit einem Dichtring und eigentlich einfach nur mit einem Kupferdichtring. Kupferring oder einem Pappring kann das auch manchmal sein. Und der ist eben halt jetzt alt und morsch und ja, muss man einfach mal neu machen. Da ist, wie gesagt, da ist jetzt auch Überdruck. Im Betrieb kriegt er irgendwie 0,8, vielleicht 1 bar. Und wir prüfen Kühler immer mit 1,5 bar. Ja, bist du sicher. Und wenn denn was wäre, dann würde sich das jetzt auch zeigen. Also. Kann das sein, dass der von innen jetzt irgendwie komplett verkalkt oder verrostet ist? Oder so? Ich kann mal einen Schlauch reinhalten, also mehr kann man denn auch nicht. Ja, wo wir schon hier sind, mach das mal. Halt mal deinen Schlauch da rein. Um das 100-prozentig zu sehen, ob er nun verdreckt oder verkalkt ist, müsste man theoretisch einen Kasten, also einen Deckel runternehmen. Und dann mit dem Schlauch, dann sieht man, ob auch alle Rohre noch Durchlauf haben. Ja, aber dann können wir ja auch andere. Dann ist er, aber definitiv ist er dann Schrott. Ja. Ne, also und dann können wir auch eine Kühlerreinigung einfach mal machen. Eigentlich würde ich immer nur Frostschutzmittel und Wasser. Und dann würde ich ihn laufen lassen. Und dann, ich sag mal so, 2 Monate laufen lassen und dann erneuern. Weil Frostschutzmittel ist auch gleich Reinigungsmittel. Ja. Also dann... löst sich das alles und dann wieder neu rauf machen. Hältst du nichts von dem Kühlerreiniger? Nee. Echt nicht? Das taugt alles nichts. Oh, okay. Das, also sind die zu luschig, die also Dinger, die du so kaufst, nix, reinkippst? Die taugen nichts, die wirken nicht. Okay. Naja, also wir haben Reiniger, die sind ein bisschen schärfer und aggressiver. Da muss man dann aber auch ein bisschen aufpassen, dass das nicht allzu lange drin bleibt. Und man muss auch ein bisschen das richtige Mischungsverhältnis haben. Wenn man es pur reinmacht, dann ist er in einer halben Stunde durch und dann kann man ihn auch wegschmeißen. Aber diese gekauften von diesen Markenfirmen da, das taugt alles nicht. Okay. Also, das kann ich nehmen, wenn ich vielleicht irgendwie ein bisschen Ablagerungen drin hatte, von der Kopfdichtung zum Durchspülen. Also, das haben wir schon früher gemacht, wenn wir mal den ganzen Motorkreislauf reinigen wollen, dann haben wir einfach Waschpulver genommen. Waschpulver, Wasser drauf. Achtung, Muttis Hausfrauentipps, alter Schwede, Waschpulver. Waschpulver, ne, das gute Persil, eine Stunde laufen lassen, bis er richtig schön warm war. Allerdings nicht mit geschlossenen Deckel, weil dann explodiert das. Und ja, nachher raus und dann nochmal. Und das macht man mal so einen halben Tag und nachher dann mit Klarwasser immer nachspülen. So, solche Sachen kann man gerne mal machen. Aber ich muss öfter selber herkommen. Hier lernt man noch richtig was. Ja, natürlich. Naja, einfach mal einen Wasserschlauch reinhalten. Und das muss auch sehen, wie der Durchlauf ist, ob da überhaupt noch Durchlauf ist. Und ja, mal gucken, ob da eventuell auch irgendwie schon Dreckreste rauskommen. Jo, kommt, läuft. Ja, das kann man noch durchgehen lassen. Kommt auch kein Dreck mit oder so. Also wie gesagt, ich würde dann den einbauen. Frostschutzmittel drauf. 1, 2 Monate fahren damit. Und dann nochmal Cool. Wechseln und dann sollte es eigentlich gut sein. Gibt es irgendwie eine Faustformel, dass man sagt, was weiß ich, so und so viel Hubraum, so und so viel PS brauche ich mindestens 60 mal 40 Kühlernetz oder sowas? Ja, das kann man berechnen, aber das kann ich nicht. Das ist immer so. Also vom Hersteller ist ja schon ein vorgegebenes Maß da. Größe, Dicke, Anzahl der Rohre. Es kann sein, auch vom Hersteller her, dass die sich bei den Sachen mal verrechnet haben und dass sie mit der Kühlleistung nicht hinkommen. Dann können wir sagen, okay, dann können wir da ein dickeres Netz reinmachen, mehr Rohre reinmachen oder andere Lamellen. So, es gibt manchmal für Oldtimer, man kriegt da auch Nachbaukühler. Da habe ich jetzt da gerade einen liegen, das ist von Triumph. Nachgebauter Kühler, der sieht auch noch aus wie neu, ist alles schön und alles schick, aber der kommt mit der Kühlleistung nicht hin. So, war aber schön billig im Einkauf. Der kommt dann hierher und sagt, okay, was können wir da machen? Ja, jetzt kriegt er ein anderes Netz, was eben feinmaschiger ist, mehr Rohre hat und dass er eben höhere Kühlleistung hat. Einmal billig kaufen, so kommt doppelt teuer. Richtig, so sieht das aus. Supi, danke. Dann freue ich mich, dass ich ihn direkt wieder mitnehmen kann. Ja. Juhu. Juhu. Wir können weitermachen. Nichts hält uns auf. Ja. Dann bedanke ich mich. Ja. Erstmal vielen lieben Dank und auch hier für Rat und Tat. Gut. Und dann sehen wir uns. Ja. Tschüss. 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 Ja, sehr schön. Er ist heil. Tatsächlich ist er heil. Keine gute Nachricht. Ja, hat da irgendjemand mit gerechnet? Nö. Da ist nicht mal Schmoller rausgekommen. Sollen wir den auch noch schön machen oder bleibt er so? Den lackieren wir einmal matt schwarz über. Und machen wir einfach schön, ja, das ist doch gut. Ja, und sonst, er hat eine Dichtheitsprüfung gemacht, er hat dann nochmal durchgespült, ob er Durchgang hat. Ja. Und ist alles hübsch. Kein Dreck? Ja, da muss eine neue Dichtung ran, da ist er undicht. Okay. Aber das, der Kühler selber ist dicht. Das sind ja schon mal gute Nachrichten. Und während ich nicht da war, habt ihr hier Siesta gemacht? Ja. Nein. Diego hat sich um das Getriebe gekümmert. Da sind neue Gewinde drin, oder? Nee, die Gewinde habe ich nachgeschnitten, genau. Ja. Dann Kupplung ist dran gebaut. Hier schön zentriert. Kabelbaum habe ich hier auch schon gelegt. Kaltlaufregler habe ich auch jetzt gerade eingebaut, zum Schauen ungefähr, wo er hinkommt. Außerdem die Lenkung komplett zusammengebaut. Da ist unten drin sogar der Hupenknopf. Das war sehr aufwendig, weil es kein passender war. Eine Hohlschraube gebaut und da ist jetzt der Hupenkontakt drinnen. Und der schleift jetzt schön, damit der Kontakt auch weitergegeben werden kann. Und dann kann man hier hupen. Und dann müssen wir das nur noch in der Länge einstellen und können eigentlich hier dieses Gelenk auch einbauen, wenn der Sicherungsdraht drin ist. Das und kann ja dann auch schon hier drauf und dann stecken wir das rein direkt da. Genau, ja. Dann machen wir die Lenkung fertig machen. Genau. Ja. Wollen wir einmal grob in den Motorraum gucken, bitte? Das ist schon geil da. Das Relais mit Tape und Kabelstraps. Und ich kann nicht so gut gucken, aber ich sehe von hier, dass da oben alles angekokelt ist. Das Kabel ist der Schmork. Also wenn man sich das hier anschaut, das kommt direkt von der Batterie, Pluspol, geht mit einem großen Kabel, geht hier rüber, einmal übers Relais und geht dann hier weiter mit so einem dicken Kabel direkt an dieser scharfen Kante entlang. Früher oder später wird es einfach durchscheuern und dann hast du einen dicken Masseschluss. Ja, fliegende Sicherungen hauen wir da eh noch rein, würde ich sagen. Und dann, wie gesagt, da mit dem Durchgang, dann können wir vielleicht auch so einen schönen Gummiring nehmen und die Kabel ordentlich verlegen. Ja. Weil was hilft es uns, wenn er 2 Wochen Freude hat und dann mit seinem Auto abbrennt? Na gut, dann kann er mit seinem Auto beerdigt werden in einer kleinen Ascheurne. Das war ja sein Wunsch. Aber ich glaube nicht so. Das ist ja auch geil. Das ist sozusagen ein autarkes Kabel. Ja, geht von hier bis da. Ja, ja, okay. Also das, da haben wir noch Spaß, das haben wir uns ja schon gedacht. Mhm. Wir stopfen jetzt die Lenkung rein und was macht Diego? Das Getriebe weiter, oder? Oder sollen wir dir schnell helfen, das dran zu heben? Dann kannst du das festschrauben. Nee, mach mal die Ölpumpe wieder rein. Okay, und dann sagst du Bescheid. Ja. Los, Attacke. Ja, Attacke, go! Ölpumpe rein und... Nicht reden, machen. Deckel. Ja, mach. Ich ziehe es nach Bauchgefühl nach. Ich habe so einen Drehmoment, weil ich ungefähr eine Idee habe, wie weit ich gehen muss. Aber und weil der Hebel länger ist als die Ratsche. Aber ich mache es nach Gefühl und so wird es dann auch passen. Ich habe viele Motoren von denen gemacht. Leider die Drehmomente weiß ich nicht auswendig, aber es passt. Der fällt nicht mehr runter und die Schraube wird auch nicht kaputt gehen. Da muss man schon sehr viel, wie heißt noch, Drehmoment drauf tun. Muss man dann auf 150, 160 gehen und das, dann geht alles kaputt. Du reißt das hier ab oder das Gewinde in. Meistens reißen die Schrauben auch ab. Wo ich angefangen habe, eigentlich gab es noch diese mit Nadel, diese Drehmomente, die eine Nadel hatten. Die waren auch nicht sehr exakt und das war ja ein Luxus, ein Drehmoment in dieser Zeit. 74, 78. Da habe ich ja angefangen zu schrauben. Schon 10, 12 Jahre habe ich mit meinem Vater geschraubt. Hat richtig Spaß gemacht, Autos zu zerlegen und dann wieder mal zusammenbauen. Peugeot, Citroën, Renault, so alte Chevrolet, Mustang gemacht, Corvette habe ich auch noch geschraubt. T-Modell habe ich auch noch mal geschraubt und Motoren gemacht vom T-Modell. Wenn man nicht weiter wusste, sich mal einlesen im Thema und so kommt man dann weiter. Es ist meistens immer besser, wenn man selber lernt, als wenn es gelernt wird, weil wenn man das, es nötig ist und man weiterkommen muss, dann muss man es ja lernen. Ich weiß nicht, was jetzt in Argentinien gemacht wird, aber wir haben die Motoren komplett zerlegt, den Motorbauer zum Motorbauer gebracht, der hat dann die Kurbelwelle bearbeitet. Die Lager, die haben wir dann selber bearbeitet. Ich hatte den Motor und der, sagen wir so, der Motor der vom Renault 4, 12, wo in dieser Zeit bei uns lief, die haben ja auch diese Büchsen, Zylinderbüchsen gehabt. Und die waren genauso wie die hier zum Einbauen. Du musst das alle selber einstellen. Und von den Motoren habe ich viele gemacht, Renault-Motoren auch. Die Getriebe habe ich auch selber alle eingestellt und gemacht. Hallo. Nico. Ja, was gibt's zu tun? Oh, das ist cool. Dann kannst du hier den Scheiß machen, auf den ich keine Lust habe. Dafür habe ich auszubilden. Ne? Das mache ich immer gerne. Ja, ich weiß. Du hast dich ja schon mal mit solchen Sachen abgemüht. Guck mal hier, siehst du dieses Relais? Soll das ein Relais darstellen? Ja, ja? Mal abgesehen von der mega geilen Befestigung. Sieht gut aus. Panzertape und Kabelstraps, das ist ein super geiles Pannenwerkzeug. Habe ich immer dabei. Panzertape, Kabelstraps, dann kann einem nichts passieren. Also, ja, aber das hier ist natürlich für den Arsch. Ja. Ne? Und guck mal hier bitte, siehst du das hier? Verschmort? Ja. Mach das einmal ab, markier dir das. So einen Scheiß kannst du gleich komplett neu machen. Das Kabel kannst du, wenn du möchtest, nachher in schwarz machen. Alle Kabelstrapse hier mal ab. Ja. Weil, guck mal, die Kabel laufen hier alle, das sieht aus wie eingebissen. Ja. Und dann laufen hier dicke Pluskabel zur Benzinpumpe. Es ist also nicht nur so, dass es hier dann funkt. Der Funke findet auch noch Futter durch die Kraftstoffpumpe da. Da braucht ja nur irgendwo was undicht sein, dann macht es einmal Fump. Und das war's. Und dann ist sie weggeschmolzen, genau. Also das wäre cool, wenn du dich hier drum kümmerst. Das mache ich gern. Und dann gucken wir mal, ob wir hier nicht auch einen schöneren Platz finden. Erstmal andersrum. Warum andersrum? Andersrum, du meinst nach unten, damit es oben keinen Knick gibt und sieht schicker aus? Ja, ja. Aber was ist der Hauptgrund? Dass oben kein Spritzwasser rankommt? Ja. Gut. Genau, wenn wir es jetzt umdrehen. Ja. Genau, das umgedreht kommt da weniger Spritzwasser ran. Genau, also Spritzwasser von der Straße ist hier geschützt, weil hier ist dann ja Motor und Getriebe drin. Und wenn es regnet, läuft das hier alles hin. Und dann hast du hier immer die Feuchtigkeit drin stehen und Wasser und das fließt nicht weg. Also von daher ganz wichtig, Relais gehören andersrum. Ich habe das bei unserem Mustang ganz viel gemacht. Das hat echt Spaß gemacht, neue Kabel verknüpfen. Was jetzt so mit Strom angeht, das lerne ich jetzt in der Schule, wo was macht. Und das lernst du hier auch. Nicht das lerne ich hier auch, natürlich. Nicht nur in der Schule. Mann. Natürlich. Ne, das lernen Sie hier. Das sind ja jetzt erstmal so ein bisschen Schönheitsarbeiten, weil jetzt hier, wenn ich ihr noch anfange, hier jetzt bei diesem Auto zu erklären, wie funktioniert ein Relais und hast du nicht gesehen, dann muss ich eBay noch mal den Herrn von diesem Auto anrufen und sagen, dauert alles ein bisschen länger. Aber ich gebe mein Bestes, dass es funktioniert. Ja? Ja. Okay. Mach. Du machst da? Ja, Chef. Dann haben wir hier unser Lenkrad. Da vorne kommt jetzt das Gelenk drauf. Das kann eigentlich jetzt schon dahin. Wo auch immer das ist. Hab, zap, hast du? Hast du? So. So, du hast da ein O und ein U drauf auf dem Gelenk. Wie bitte? Du hast ein O und ein U auf dem Gelenk. Ein O und ein U hatte ich. Das sollte so. Ja, aber das sieht man doch, dass da eine Markierung drauf ist. Nee, also habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ernsthaft, da war ein O und ein U? Nein, habe ich nicht gesehen. Ist es relevant? Ist das Ding nicht symmetrisch? Also hier ist schon mal auf Messing und da nicht. Wenn wir das jetzt komplett verdrehen, dann passt das alles mit den Stellungen nicht mehr. Oh, Alter, echt. Ja. So, es ist ein U eher als ein O, ne? Wir können es ja mal grob hinhalten. Ich hasse dich. Geh weg. Hast du es jetzt so ungefähr gerade? Ja, ich habe dir jetzt einfach mal nur das da hingedreht. Das Lenkrad habe ich ja nur irgendwie draufgesteckt. Ja, aber das hier sitzt doch nicht so. Das sitzt doch so. Ja, das sitzt so. Ja, meine Güte. Also halt das so fest, weil sonst. Okay. Aber das da interessiert uns ja nicht, weil das Lenkrad dreht ja 100 Mal im Kreis. Deswegen interessiert uns doch die Position von dem erstmal nicht. Nee, wenn du den hier gerade stehen hast. Den so kann ich doch auch. Ja, weiß ich, dass so du den drehen kannst. Ich habe das verstanden, aber. Was soll ich jetzt machen? Aufhören und ich habe es verstanden oder machen wir einfach weiter? Nein, nein. Ja, dann lass uns doch einfach weitermachen. Ich habe ja auch nicht gesagt, hör jetzt auf, lass alles fallen. So. Der ist schick, weil ich hier immer Sachen ausbaue und dann nimmt sie irgendjemand und macht es weiter. Und ich kann nie irgendwas schön machen. Ich baue immer nur Scheiße aus. Dass Nils das nicht böse meint, weiß ich. Hier passt es in jeder Position. Also ist es egal, wie du es jetzt raufsteckst. Mach. Nein, weil hier, wenn wir sehen, dass das hier jetzt gut drauf passt, dann können wir da die Schraube reinmachen. Lass uns das einmal gucken, bitte. Die Schraube geht nur in der Position, oder? Die geht nur in der. Das ist das. Vielleicht drehen wir es ja dann noch mal um oder was auch immer. Wir können ja auch die Feinheiten machen wir über eine Achsenmessung. Ja. Ich will nur einmal sehen, dass er hier vernünftig drauf geht. Mehr will ich nicht. Noch weiter? Ja, gut. So, gut, okay. Dann schrauben wir die Schraube, die du da hast, jetzt fest. Ja. Also draußen. Ja. Und dann können wir ihn hier draufstopfen und verschrauben. Okay, passt. Die sieht passend aus, oder? Boah, das ist sie doch. Das Gelenk, das war ja eben unklar, ob so oder so. Vom Ding her ist es egal. Ich finde nur immer, wenn ich mir irgendwas markiere und das ist so aufeinander eingelaufen, die Zähnchen sind so aufeinander eingelaufen und das war schon immer so, dann ist für mich immer wichtig, dass ich das dann auch so wieder zusammenbaue. Oh, warte, warte. Ja, ich muss einmal hier oben noch das Blech durchfädeln. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Weiter, weiter. Ja, perfekt. Man kann die Länge von der Lenksäule einstellen. Wir haben sie vorne unten schon festgeschraubt. Jetzt ist die Länge gerade fix. Aber man sieht, hier ist nur so eine kleine Rundung und diese kleine Rundung, da gehört hier die Lenksäule rein. Das ist viel zu weit vorne drin. Jetzt schraube ich das da unten auf, dann kann ich das so weit rausziehen, wie es sein muss und dann kann ich das auch schön oben festschrauben. Dann können wir da mehr oder weniger einen Haken hintersetzen, oder? Hm. Ich bin super glücklich, weil Tanja und ich haben erfolgreich hier das Lenkrad eingebaut. Wir haben wieder eine Lenkung fest verbaut. Also so fest, wie ich das hier bekommen habe. Außerdem haben wir zum ersten Mal hier einmal den Blinkerschalter und den Lichtschalter. Da steht sogar super schön Lights drauf. Aus, an, Fernlicht, Abblendlicht meine ich. Und dann ist hier noch Lichthupe. Ja. Genau, das ist eigentlich schon ein ganz schöner Fortschritt. Da sind auch alle Stecker super schön, keine Lüsterklemmen oder irgendwas, sondern das ist echt so, dass man das dann irgendwann in diese Verteiler hier einstecken kann. Dann braucht man natürlich immer die passenden, grün-weiß, grün-weiß, zack, kann man zusammenstecken. Da müssen wir natürlich noch die passenden immer dazu suchen. Aber an sich ist das eigentlich schon, ja, eigentlich eine ganz gute Basis, würde ich sagen. Ist trotzdem noch ein super weiter Weg eigentlich.